Und eigentlich wollte ich jetzt eine ganz spannende, witzige Slapstick-Begrüßung machen, aber aufgrund der technischen Umstände habe ich erstmal eine Frage an euch. Da bitte ich jetzt um Handzeichen. Wer hat grün gewählt bei der letzten Wahl? So viele? Okay, also ich versuche es andersrum zu interpretieren. Dann darf ich euch jetzt nämlich ganz normal, wie es gehört, begrüßen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dem Satiregipfel Spitze Zungen heute Abend hier in Rosenheim. Schön, dass ihr da seid. Und unser erster Gast des heutigen Abends, das freut mich auch sehr besonders, auch einem, der weiß, wen ich jetzt meine, hier im Publikum möchte ich sehr speziell danken, der dafür, ich sehe ihn gerade nicht, aber er ist da, ich habe ihn schon begrüßt, der dafür gesorgt hat, dass ich Ludger K. kennenlernen durfte. Also er ist schuld, dass Ludger heute hier ist. Er ist ein Gewächs aus dem Ruhrpott, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, gebürtiger Duisburger, lebt in Köln und ist schon jemand, der jetzt auch viel aushalten musste in den letzten paar Jahren. Ihr wisst, was ich meine. Aber er ist wirklich sehr, sehr standhaft, klar in seiner Meinung. Bitte freut euch jetzt mit mir gemeinsam und begrüßt ihn mit einem heftigen Applaus. Ludger K., bitte komm auf die Bühne. Jetzt bist du dran. Wow! Ja, vielen Dank für die nette Anmoderation. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, meine Damen und Herren, heute Abend bei diesem Super-Spreader-Event. Das ist der Ausdruck, ja. Das ist eigentlich ein verheißungsvoller Ausdruck, oder? Super-Spreader-Event. Da hätte jeder von uns bis vor kurzem noch gedacht, boah, das klingt toll, da möchte ich auch hin. Gibt's noch Karten? Ja. Aber was ist heute schon noch so wie vor kurzem? Ich bin fast froh, dass sich zumindest mein eigener Name nicht geändert hat. Der ist gleich geblieben, darauf kann ich mich verlassen. Sie haben es eben gehört, mein Name ist Ludger K., ich bin Berufsjugendlicher im Ruhestand. Ich denke, das sieht man mir auch an. Und nach 20 Jahren im Bereich des deutschsprachigen Kabaretts ist es heute Abend, ich kann es selbst gar nicht glauben, aber es ist wirklich wahr, es ist heute mein erstes Mal in Rosenheim. Ja! Das freut mich. Wird auch höchste Zeit. Wahrscheinlich denken jetzt einige, Moment mal, der redet von 20 Jahren im deutschen Kabarett. Dafür haben wir den aber relativ wenig im deutschen Fernsehen gesehen. Das stimmt. Ich hatte natürlich auch meine 15 Minuten Ruhm, meine Damen und Herren. Aber ich gehöre seit jeher zu der Gruppe Kabarettisten, die unterhalb des medialen Radars ihre Runden ziehen. Vor Corona habe ich mehr als 1000 große Varieté-Shows moderiert, unter anderem für den Zirkus Roncalli. Kennen Sie den? Ja. Unter anderem auch für das wunderbare GOB-Varieté-Theater auf der Schnieken-Maximilianstraße in München. Da war ich auch mehrere Monate als Conferencier aktiv. Ach mein Gott, was war das für eine schöne Zeit. Solo-Gastspiele bei Dieter Hallervordens Wühlmäusen, Stuttgarter Renitenztheater, Komödien in Düsseldorf. Ich erzähle Ihnen das jetzt nicht, um anzugeben, meine Damen und Herren, sondern lediglich, um klarzumachen, das ist heute Abend nicht generell mein erster Auftritt. Aber ich bin mir bewusst, es kann immer mein letzter Auftritt sein, denn ich habe mich erkühnt, vor 2 Jahren eine Stellungnahme zu veröffentlichen auf meiner Homepage und nicht krawallig geschrieben, sondern wirklich sehr, sehr zurückhaltend mit sehr wirklich feinen Worten habe ich einfach nur gesagt, dass ich die Regierungspolitik samt und sonders ablehne und nicht bereit bin, unter 2G-Bedingungen aufzutreten. Ich trete nicht auf, ja. Danke. Ja, da gab es nicht nur frenetischen Applaus. Hm? Wildfremde Leute haben sich bei mir gemeldet und gesagt, Ludger, das ist es. Langjährige Veranstalter riefen an und sagten, Ludger, das war's. Aber ich akzeptiere das so. Sie alle haben es miterlebt. Wenn eine Tür sich schließt, dann geht die andere Tür wieder auf. So ist das Leben. Und wenn einen das Schicksal dazu bringt,
den eigenen gewohnten Lebensraum mal zu verlassen, dann merkt man beim Blick von außen erstmal, welch ranziges ideologisches Kellergewölbe einem jahrzehntelang als Souterrain-Apartment in bester Lage untergejubelt wurde. Ja, ich will gar nicht zurück. Ich will gar nicht zurück in die alte Normalität, ganz ehrlich. Ne? Das war damals so eine Zeit, wo man bei Mixshows gar nicht wusste, wer im Publikum sitzt. Das ist wirklich faszinierend. Viele Deutsche sind so Kabarettgänger, weil sie eine Abokarte haben. Es reicht bei Mixshows. Die wissen gar nicht, wer da vorne spielt. Das ist denen auch egal. Ja? Das hat sich geändert. Heute gehen die Menschen gezielter ins Theater. Und ich glaube, sie haben ja alle auch vorne am Eingang einen Gesinnungstest erstmal ablegen müssen. Deswegen darf ich heute im Namen des Veranstalters vermelden, hier heute Abend im Publikum sind ausschließlich Maßnahmenverweigerer, Klimaleugner und Reichsbürger. Herzlich willkommen. Ja. Ja. Ausschließlich. Das Programm, aus dem ich Ihnen heute Ausschnitte feilbieten darf, heißt Orwell war ein Optimist. So habe ich das genannt. Kabarett über den Zustand. Das ist eine kleine Doppeldeutigkeit, ja. Vielleicht geht es Ihnen so wie mir. Ich erschrecke mich manchmal, wenn ich auf das Weltgeschehen blicke. Geht es Ihnen auch so? Ach was, ich erschrecke mich sogar, wenn ich allein auf den Kalender blicke. Was sind das eigentlich für Jahreszahlen, die da stehen? Vor uns liegt das Jahr 2024. Wie das klingt. Danach haben wir 2025, danach 2026. Und ich habe meinem iPhone nachgeguckt, das geht immer so weiter. Ist Ihnen schon mal bewusst geworden, dass inzwischen fast alle Science-Fiction-Filme, die im Fernsehen laufen, in der Vergangenheit spielen? Ja. 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen, so ist mein Film, das haben wir schon verpasst. Ja. In den letzten 3,5 Jahren war unsere Gegenwart nicht nur futuristisch, sie war apokalyptisch. Wir dürfen es nicht vergessen. Bis zum Beginn des laufenden Jahres 2023 hatten wir noch eine breite Maskenpflicht. Es wurde Social Distancing propagiert. Ein Jahr zuvor gab es sogar eine Maskenpflicht am Ballermann. Wussten Sie das? Also nicht nur in den Kneipen, da sowieso, sondern auch draußen auf Mallorca. Maskenpflicht am Strand! Wissen Sie, wer mir leid getan hat? Diese armen deutschen FKK-Touristen. Ich meine, wie siehst du aus als FKK-Tourist? Also, nach 3 Wochen Playa Palma mit Maskenpflicht. Ja? Nahtlos brauner Körper, aber so eine Raute im Gesicht. Ja? Viele Menschen können bis heute einfach nicht loslassen. Zu Beginn des Jahres war ich bei einer Freundin in Duisburg, die lud ein zu einem Neujahrsempfang. Natürlich alles auch hier, Markierungen, hey, ausgedruckte DIN A4-Zettel, Maske. Januar 2023 war das. Und da zeigt sie mir auf dem Handy Bilder von einem Neujahrsempfang 2020. Das ist noch nicht so lange her. Aber wie die das eingeleitet hat. Ludger, schau mal hier, weißt du noch? Da saßen wir in großer Runde beisammen, eng an eng, teils mit wildfremden Leuten, alle ohne Maske. Das kommt einem heute so unwirklich vor, oder? Ich sag, nein, unser Leben von gestern ist nicht unwirklich. Unser Leben von heute, das ist unwirklich. Ja, das darf man nicht verwechseln. Ja. Unsere liebe Annalena Baerbock in anderem Zusammenhang ein sehr schönes Wort ergriffen und das habe ich mir zu eigen gemacht, um den Status quo zu beschreiben. Wir haben uns in den letzten Jahren um 360 Grad gedreht. Ja. Und was passiert, nachdem du dich um 360 Grad gedreht hast? Alles sieht aus wie vorher, alles ist an deinem Platz, aber irgendwie ist dir schwindelig und die Lage wirkt instabil. Inhaltlich gilt,
upside down, inside out. Ich bin kein Freund von Anglizismen, aber das bringt's ganz gut auf den Punkt. Alles hat sich ins glatte Gegenteil verkehrt. Upside down, inside out. Oben ist unten, innen ist außen. Gestern noch Naturheilkundler, heute schon Rechtsesoteriker. Das geht ganz schnell, ja. Wir leben in einer Welt mit immer mehr Widersprüchen, aber immer weniger Widerspruch. An der Eingangstür... Vielen Dank. An der Eingangstür einer Arztpraxis in Essen habe ich vor 2 Jahren Folgendes gelesen. Zutritt nur für Menschen ohne Krankheitssymptome. In einer Arztpraxis. Inside out, upside down. Früher brauchtest du als Arbeitnehmer eine Bescheinigung vom Arzt, wenn du bei Unwohlsein zu Hause bleiben wolltest. Zack, 2020, du brauchst eine Bescheinigung vom Arzt, wenn du dich wohlfühlst und zur Arbeit möchtest. Herr Direktor, draußen steht Ihre Versandleiterin, die ist kerngesund und will arbeiten. Was ist die? Gesund? Na, da brauche ich einen Attest. Dystopie? Nein, Realität. Inside out, upside down. Als mein 5-jähriger Neffe seinen Geburtstag in der Kita feiern wollte, da sagt die Erzieherin einen Tag vorher zu den Eltern, bitte bringen Sie kein selbstgemachtes Gebäck mit, sondern nur Verpacktes aus dem Laden, sonst wissen wir ja nicht, was drin ist. So werden unsere Kinder heute groß. Natur ist schlecht, Chemie ist gut. Rausgehen gefährlich, zu Hause hocken vernünftig. Tatenlosigkeit ist Engagement, Denunziantentum ist Zivilcourage. Geselligkeit ist Egoismus, Verwandtenbesuche im Altersheim sind verantwortungslos. Jawohl, das Panoptikum der Paradoxien braucht erneuerbare Energien. Ja. Ja. Apropos, nirgendwo sonst sind die Paradoxien derart frappant wie beim Thema Weltrettung. Achten Sie mal drauf. Junge Menschen kleben sich mit Montage-Pattex an Autobahnzufahrten fest für stundenlange Sitzblockaden und fühlen sich dabei als Teil einer Bewegung. Hinter uns liegt der heißeste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Aber es war so nass und kalt in Deutschland, dass die Leute ihre Heizlüfter aufgedreht haben. Und Sebastian Vettel, Klammer auf, ich habe es mir nicht ausgedacht, Klammer zu. Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel appelliert an die Deutschen, wir mögen doch bitte für den Klimaschutz überflüssige Autofahrten vermeiden. Da frage ich mich, wie will ich das denn noch satirisch überhöhen? Ein Formel-1-Fahrer ist der neue blaue Umweltengel auf den Sprühflaschen. Upside down, inside out, turn it around, alles anders. Ich habe mich oft gefragt in den letzten Jahren, wo sind eigentlich unsere deutschen Prominenten? Wann erheben sie ihre Stimme? Also... Und ich meine nicht diesen Gratismod. Ich frage ernsthaft, wann hat Wolfgang Niedecken von BAP zuletzt etwas wirklich Systemkritisches gesagt? Verdammt lang her. Was ist mit Campino von den Toten Hosen? Ja. Ein blond gesträhnter Multimillionär auf dem Weg ins Rentenalter ist unser Vorzeigepunker in Deutschland. Das sagt viel über dieses Land. Ja. Haben Sie sich das Lied Gut der Toten Hosen mal angehört? Das ist kein Punk, das ist Schlager. An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. Da hätte Dieter Thomas Heck in den 70ern gesagt, nee, so ein seichtes Zeug kommt mir nicht in die ZDF-Hitbahn. Ja. Wissen Sie, auf welchen Veranstaltungen das Lied Gut der Toten Hosen in den letzten Jahren regelmäßig gespielt und inbrünstig mitgesungen wurde? Auf Parteitagen der CDU! Also wenn ich Punker wäre,
Und solche Typen wie Norbert Röttgen und Peter Altmaier wären meine größten Fans. Dann würde ich mich als Punker fragen, was hab ich im Leben falsch gemacht? Ja. Upside down. Die untergehende Sonne des Abendlandes wird uns als aufgehende Sonne untergejubelt und wir schließen brav die Augen, damit wir den Schwindel nicht mitbekommen. Denn tief in uns drin wissen wir, unsere goldene Zukunft ist längst Vergangenheit. Wir kommen in der Gegenwart. Das ist die beste Zeit, die im Moment zu haben ist. Im schönsten Deutschland, das es je gegeben hat. Der Staat will nur unser Bestes. Deswegen holt er es sich. Schritt für Schritt, Stück für Stück. Auf Schritt und Tritt. Haben Sie Christian Drosten gehört vor ein paar Tagen beim World Health Summit in Berlin? Das war eine Veranstaltung mit den größten Konzernen und den reichsten Privatiers, die zusammentrafen mit führenden Politikern, um die Zukunft der Menschheit zu besprechen. Viele Journalisten waren nicht da, die hielten das für nicht so wichtig. Ne? Und ich fand das sehr, sehr interessant, was da so alles geäußert und auf den Weg gebracht wurde. Mein lieber Mann, unter anderem ging es um Desinformation. Ich bin über das Thema Fake News schon längst ein, zwei Schritte weiter. Ich frage mich gar nicht mehr, ist eine Meldung wahr oder gelogen? Ich frage mich nur, wie hat es diese Meldung geschafft, überhaupt veröffentlicht zu werden, ohne dass sich die Chefredaktion halb tot lacht? Ja? Also, ich darf Ihnen ein Beispiel nennen. Das habe ich genauso in der Zeitung gelesen. Aufgrund der Infektionsgefahr mit Corona findet zurzeit die städtische Beratung für Hörgeschädigte nur telefonisch statt. Das Telefonat taugt für ein ganzes Programm. Ja? Ist es wirklich so, dass wir besser informiert sind als früher? Oder ist es nicht nur ein quantitativer Anstieg? Wenn Sie sich noch erinnern können, vom Alter her, wenn Sie es schaffen, an die 80er Jahre. Wir haben damals 3 Fernsehprogramme gehabt. Erstes, zweites, drittes. Wenn du Glück hattest, noch einen 4. Kanal mit Schnee. Und wissen Sie noch, welches Fernsehformat seinerzeit mit Abstand meisten Sendeminuten hatte? Das Testbild. Wenn ich mir anschaue, welcher Schrott heute rund um die Uhr im Fernsehen läuft, dann habe ich den Eindruck, eine kleine Pause, ein Moment der farblichen Besinnlichkeit. Das Testbild sollte ruhig mal wieder eingeführt werden. Ja. Ich glaube, in einem sind wir uns einig, einen Mangel an Eitelkeit gibt es unter deutschen Politikjournalisten nicht, oder? Und dieser Glaube an die eigene Bedeutsamkeit geht runter bis ins kleinste kostenlose Käseblatt. Wie oft habe ich schon in irgendeinem grünen Ochsen übernachtet und am nächsten Morgen lese ich in der aktuellen Tagespresse einen Satz wie: China muss umdenken. Schreibt die stellvertretende Chefredakteurin der Meppener Stadtpost. China muss umdenken. Ich kann mir genau vorstellen, wie die Redaktionskonferenz im Emsland einen Tag später abläuft. Hör mal, Mechtel, super Leitartikel gestern. Jetzt werden in Peking aber Köpfe rollen. Ja. Oder so nicht, Herr Putin. Diesen Satz habe ich in den letzten 12 Monaten immer wieder in deutschen Kleinstblättern gelesen. Kommentar des Chefredakteurs. So nicht, Herr Putin. An welchen Wirkungsradius ihrer Arbeit glauben deutsche Lokaljournalisten? Ja. Gut. Gut. Vielleicht bin ich ja auch der Blöde. Ne? Vielleicht geht ja am nächsten Morgen der persönliche Adjutant von Wladimir Putin ganz bedröppelt durch die Kremlgänge. Klopft bei seinem Chef an und sagt, Herr Präsident, hier ist der aktuelle Pressespiegel. Ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber der Pfeddersheimer Bote ist sauer. Vielleicht melden Sie sich da mal, bevor das eskaliert. Ja. Ich habe schon oft überlegt, ob ich da nicht mal anrufe beim Pfeddersheimer Boten über so einen Proxy-Server, wo im Display des Empfängers eine Moskauer Nummer angezeigt wird.
Hallo, hallo, hier ist Putin. Ja. Ich habe Ihren Leitartikel über mich gelesen und wollte nur einen sicheren Nachhauseweg wünschen. Hey, das macht Spaß hier. Ihr seid gut auf. Hi. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich könnte mir noch stundenlang zuhören. Aber, Danke. Aber es ist eine gemischte Show hier. Ich habe Ausschnitte gespielt aus Orwell war ein Optimist. Mein Programm, das im Moment in die endemische Phase geht. Und viele haben mich dann mal gefragt nach Mixshows, kann man das denn auch irgendwo erwerben in Gänze und so, vielleicht auf CD. Und wissen Sie, was ich gesehen habe? Kaum noch Menschen haben einen CD-Player. Auch in den neuen Autos gibt es das nicht mehr. Nur noch Bluetooth und USB. Und dann habe ich gedacht, wenn schon Retro, dann richtig. Es gibt mein Programm in voller Länge auf einer Kassette. Ja. Also. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, ich habe keinen Kassettenrekorder mehr, es ist ein Downloadcode auch dabei. Ich habe hier vorne, ich habe zufällig jetzt dieses Exemplar in der Jackentasche gefunden. Ich weiß nicht, möchte das jemand haben hier? Ja, oh, also vielleicht finde ich ja zufällig noch in meiner Garderobe weitere 20 Exemplare. Und wenn Sie mich zufällig im Foyer sehen, dann quatschen Sie mich ruhig an. Aber wagen Sie es nicht zu fragen, ob man bei mir mit Kreditkarte bezahlen kann. Dann kriegen Sie direkt eine gescheuert. Ja? Also, gleich im Foyer. Ich würde mich freuen. Okay. So, ich höre, eine Minute habe ich noch, das ist die Ansage. Und da erlaube ich mir nach so viel neuem Material, Ihnen einen alten Witz zum Abschluss zu erzählen. Ist das okay? Also, es gibt unter Stand-Up-Comedians, und so sehe ich mich ja immer noch, die Maßgabe, ein Witz pro Abend nicht mehr. Und den haben wir uns jetzt erarbeitet, oder? Ein alter Witz aus einer unschuldigen Zeit, den mir ein amerikanischer Kollege mal erzählt hat. Wir müssen uns zurückdenken in die 90er Jahre. Es ist die Zeit der Regentschaft von Bill und Hillary Clinton. Also, Bill und Hillary fahren mit dem Auto in Hillarys Heimatstadt. Irgendwann machen sie Halt an einer Tankstelle. Dort springt plötzlich der Tankwart aus seinem Häuschen, rennt auf das Auto der beiden zu und sagt, Hillary, du und ich waren gemeinsam auf der Schule. Ich war damals unsterblich verliebt in dich. Als die beiden die Tankstelle wieder verlassen, meint Bill zu Hillary, tja, Schatz, wenn du den geheiratet hättest, dann wärst du jetzt Tankwartfrau. Da sagt Hillary, nee, dann wäre er Präsident geworden. Der ist schön, oder? In diesem Sinne, unterschätzt mir die starken Frauen nicht. Schön, euch kennenzulernen. Alles Gute. Tschüss.